So, willst du noch wissen, was die Xiaomis sonst noch so machen jetzt in ihrer Quarantäne? Ja. Ja, unbedingt. Also, viele Xiaomis Netflixen, lesen, wie du schon gesagt hast, und viele Xiaomis putzen. Die Xiaomis sind sehr reinlich. Frühjahrsputz. Endlich überall mal gründlich putzen. Das heißt, die putzen, sonst sind sie vielleicht nicht so reinlich, die Xiaomis. Die Küche auswaschen, streichen und komplett alles ausräumen. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also viele machen hier Heimwerke. Heimwerke, die Wohnung renovieren, dann bei flotter Musik schon mal alle meine Frühlingsklamotten bügeln. Ja, aber die wirst du wohl auf dem Balkon dann tragen müssen. Hast du mir gesagt? Das stimmt. So. Aber man kann auch für sich selber sich hübsch machen. Ja, das absolut. Ist auch was. Auch Self-Care, ja. Meditieren, Yoga, duschen, sich schön anziehen. Duschen ist eine gute und Sache. Und niemanden sehen. Auch richtig. Aber man kann auch für sich treffen. Selber duschen. Ja, das stimmt. Für sich das selber ist duschen. Ist einfach gut. Eine gute Sache. Ich dusche jeden Tag selber. Das ist überhaupt kein Problem. Auch mal einen Tag. Auch mal einen Tag zu zweit. Päuschen gemacht. Achso, Päuschen. Achso, ja, ganz dann, Päuschen. Ja, mit Duschen meine ich. Ja. Weil dann muss man auch nicht so oft waschen. Dann muss man nicht so oft Waschmittel einkaufen gehen. Das, aber man muss ein bisschen die Würde aufrechterhalten. Ja, das stimmt. Insofern hier putzen, Instrument lernen machen auch viele. Habe ich auch. Ja. Das finde ich hier wahnsinnig spannend. Und das würde mich sehr interessieren. Vielleicht weißt du, was das heißt. Jetzt pass auf. Putzen, basteln, aufräumen, Fernsehen oder Big Brother nachspielen. Naja, ist natürlich ganz naheliegend. Man stellt halt in der ganzen Wohnung Kameras auf und filmt sich halt dann bei, wenn man ja eingeschlossen ist in diesen vier Wänden. Also das heißt, man streamt sich selbst. Ja, und dann wählt man sich auch selber raus. Also, das ist ja gemein, man darf sich nicht rauswählen. Wir müssen warten, bis jemand uns rauswählt. Raus aus der Wohnung. Vorher dürfen wir nicht raus. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, wir könnten das theoretisch auch machen. Ja. Wir könnten so einen 24-Hours-Livestream-Service anbieten. Wo noch ein bisschen Geld zu verdienen. Wir verdienen jetzt erstmal kein Geld mehr. Wir verdienen jetzt erstmal kein Geld mehr, das stimmt. Muss ich eigentlich Steuern vorauszahlen, wenn ich jetzt nichts verdiene, will das Finanzamt trotzdem noch die Vorauszahlung sozusagen haben? Nein, du kannst denen, glaube ich, du kannst denen Bescheid sagen und sagen, ich verdiene jetzt nichts, dann können die da so eine Ausnahme machen. Können die jetzt erstmal ausgehen, ich glaube, oder? Davon können die wahrscheinlich werden sie also, die glauben, ja. Ich glaube, sie werden mir glauben. Wenn wir so einen Schaumgeboren 24-7 Livestream machen jetzt. Okay, 24-7, okay. Dann müssen wir ab jetzt zusammen leben. Viel Zeit, ja. Wir machen es einfach. Vielleicht könnte man das... Mit Schaumgeboren und Big Brother nonstop. Gibt's da nicht, aber wir machen nicht auf dem Klo eine Kamera. Nur doch, in den Klo normalen Dusche auch. Klo und Dusche auch, okay. Ist klar. Gibt's da nicht so Sexseiten, wo so Leute... Ihre eigenen Amateurvideos hochladen. Ja, und dann zahlt man Geld und dann kriegt man kurz... Ich weiß es auch nicht. Ich hab's aus Serien, also aus fiktionalen... Mhm. Aber deswegen wusste ich auch nicht, ob es real ist. Deswegen habe ich dich das gefragt. Ja. Wenn es das gibt, könnten wir uns nicht auf so einer Sex-Dings-Seite da anmelden, wo die Leute halt zahlen mit ihrer Kreditkarte, dann kriegen die so Zugang. Mhm. Und dann kriegen die dann aber kriegen halt... wir das Geld. Natürlich kriegen wir das Geld. Meinst du irgendeinen Sex-Seiten-Arsch, der irgendwelche das Geld aus der Tasche. Frauen aus irgendwo kidnappt und vor so Kameras setzt, kriegt das Geld? Natürlich kriegen wir nicht. Das Geld. Wir kriegen das Geld. So, wir kriegen jetzt das Geld. Jetzt kommt es in die richtige Hand. Ist es für euch Schauspieler schwierig mit Corona? Hat das jemand gefragt? Ja, ich sag, nee, für uns Schauspieler ist es nicht schwierig. Für alle, aber für uns nicht. Für uns ist es überhaupt nicht schwierig. Wir haben überhaupt kein Problem damit. Es ist, wir spielen dann einfach uns selber vor, dass es uns gut geht. Kein Problem, ich habe kein Problem. Richtig methodmäßig. Und dann, da haben manche gesagt, Schaumgeboren hören, was ich immer, kann ich immer empfehlen, würde ich sagen. Und dann, was gibt es hier noch? Family Time, ja, Family Time. Aber wie viel Family Time kann man? Über Weihnachten drehe ich ja schon. Ich wollte gerade sagen, man kennt es ja von Weihnachten. Ne? Man fährt nach Hause und denkt, oh, klingt alles so die toll Zeit der gut. Liebe. Und nach zwei Tagen denkt man so, wie viel muss ich noch trinken, bis es vorbei ist? Meistens ist die Antwort viel. Viel, viel, viel. Pflanzen, das will ich ganz verstanden. Pflanzen vorziehen, Osterkarten schreiben, dass das Leute noch machen, finde ich super. Hand- und Hausarbeit, ausmisten, ausruhen. Wenn man viel ausmistet, kann man danach sich nicht mehr. Ich möchte gerne, dass du, also ich bin ja gar kein Handarbeiter, gar nicht. Ja. Ich fände aber wahnsinnig toll, wenn du nähen lernst. Ich kann nähen.
Wirklich? Hast du eine Nähmaschine? Nein, ich habe keine Nähmaschine. Ich kann Knöpfe annähen. Weil du könntest... Ich kann Knöpfe nähen und kann ich auch annähen, ja, okay, im Notfall. Gut. Aber wenn du wirklich nähen könntest, ja, könntest du statt dem Sex-Livestream einfach ein paar Sachen von mir kürzer und enger machen. Weil bei mir ist immer alles natürlich zu lang, die normalen Größen. Und dann mir fällt gerade ein, ich hab in die Reinigung Sachen gegeben, die kann ich jetzt natürlich nicht... Also wenn jetzt dieser Komplett-Stopp kommt, der ja kommen muss, ja, dann wird natürlich, wie lange ist denn dann meine Reinigung? Dann ich habe nämlich was beim Schneider. Kann ich ewig den Anzug nicht tragen? Das wollte ich eigentlich fürs Filmfest, aber das... Braucht den Anzug wahrscheinlich nicht. Wird ja jetzt nicht mehr stattfinden.